wilde Wasser, schroffer Basalt und raues Klima bestimmen die Landschaft. Einsame Dörfer und weite Täler, typisch für diese Region. Wir treffen Frauen ohne Berührungsängste, Menschen, die nichts zu meckern haben, einen neugierigen Bücherwurm und einen zugezogenen Rheinländer. Ich sage immer, die Westerwälder sind so wie das Wetter. Man kann nichts dran ändern hier. Ob bei Regen oder Sonnenschein, der hohe Westerwald ist ein Paradies für Outdoor-Fans und Abenteurer. In der wilden Natur gibt es viel zu entdecken. Eine Auszeit für Körper und Geist. Fahr mal hin ist unterwegs im Nordosten von Rheinland-Pfalz, zwischen der Fuchskaute und Renneroth, im hohen Westerwald. Guten Morgen! Claudia Schäfer-Trumm bezeichnet sich als echtes Landei, aus tiefster Überzeugung. Doch danach kräht in Oberroth kein Hahn. Hier wird eher gemeckert. Meine Mädchen. Alle gut geschlafen, Elisabeth. Alles gut, Liesel? Ihre Mädchen kennt sie alle persönlich. Sie hat halt Bock auf Ziegen. Alle lieb? Also es hieß vor 12 Jahren, Ziegen kann man im Westerwald nicht halten, es ist zu kalt. Dann habe ich gedacht, okay, dann gucke ich mal nach Schafen und habe mir 2 Schafe angeschaut. Es waren einfach Schafe, ja. Also, nee, die Chemie hat nicht gestimmt. Dann habe ich recherchiert. Es gab früher schon Ziegen hier, weiße deutsche Edelziegen hier in Oberroth. Und dann hatte ich grünes Licht. Mit 3 Ziegen fing alles an. Jetzt hat sie fast 100. Ihre Mädels produzieren den Rohstoff, auf den Claudia Schäfer-Trumm so scharf ist. Die Chefin sagt, wo es lang geht. Von Zickigkeit keine Spur. Hier ist alles Käse. Die frische Ziegenmilch wird mit Lab versetzt und gerinnt. Der sogenannte Bruch entsteht. So, merkt schon, Antje, die Milch ist schon fette. Der Herbst ist richtig da. Aus dem Käsebruch wird Camembert in Handarbeit. Das Schönste ist das Käsemachen. Also wenn ich in die Käserei komme und sage, boah, endlich. Hier in der Käserei oder im Stall, da ist kein Handy, da ist kein Telefon, da ist nichts. Da ist einfach nur Ziegen oder Käse machen. Und das ist einfach dann in dem Moment mal schön. Das ist Entspannung. Ja? Das ist einfach in dem Moment für mich dann Erholung. Bis der Käse fertig ist, dauert es ein paar Wochen. Zeit, sich in Sack auf die Spuren zu begeben. Von Robin Hood. Ein Volltreffer für Outdoor-Fans. So, hier angekommen beim nächsten Ziel. Wir positionieren uns, fokussieren das Ziel, spannen wieder richtig den Pfeil ein in die Sehne. Ziehen auf und lösen den Pfeil. So, bitte, der nächste. Trendsport 3D-Bogenschießen. Super! Der Parcours wurde im Sommer 2017 eröffnet. Gerhard Frank ist Trainer und begeisterter Bogenschütze. Ihn fasziniert beim intuitiven Bogenschießen der Wechsel zwischen Konzentration und Entspannung.
Wäldern ist das sowieso besser. Ein intuitives Bogenschießen ist einfach, den Bogen in die Hand zu nehmen, den Pfeil zu justieren und die Erfahrung zu machen, den Pfeil zu lösen. Das nennt mich, wenn der Pfeil von der Sehne sich vom Bogen verabschiedet. Und das ist ganz eine spannende Herausforderung für wirklich jedermann. Wow. Ja. Cool. Glückwunsch. Super, Bernd. Fokussiere das Ziel. Aufzug in den Ankerpunkt und löse. Sie hat den Bogen raus. Jeder Schuss ein Treffer, oder? Das Treffen ist wichtig und es macht auch Spaß, wenn man trifft. Steht für mich nicht unbedingt im Vordergrund, sondern die Kommunikation mit den Freunden oder mit den neuen Menschen, die man im Parcours kennenlernt, ist für mich wirklich jedes Mal inspirierend und macht richtig Spaß. Und besser. Der Pfeil ist heil geblieben. Einsame Spitze ist vor allem das Gemeinschaftsgefühl beim Bogenschießen. Wenn man dann am Flock steht, ist egal, ob man einen Doktor, Professor neben sich stehen hat oder sonst irgendwas. Das ist einfach, man ist einfach ein Team. Und wenn man einfach keine Lust auf so viele Menschen hat, kann man auch mal schön alleine gehen. Man kann den Hund mitnehmen. Es ist einfach ein schöner Outdoor-Sport. Und man kann viel Zeit da rein investieren. Macht sehr viel Spaß. Insgesamt verstecken sich 30 Ziele im 3D-Parcours im hohen Westerwald. Pfeil und Bogen gibt's zum Ausleihen beim Hofgut Dapprich gegen eine geringe Gebühr. So erfolgreich war ich selten. Das war ja toll. Der Bogenparcours gehört zum Hofgut Dapprich, einem herrschaftlichen Anwesen, das seit fast 200 Jahren in Familienbesitz ist. Bis in die 90er Jahre gab es hier noch Landwirtschaft. Heute setzt man eher auf Besucher, die vor allem wegen des ausgezeichneten Kuchens in das hofeigene Café kommen. Die Torten, alle handgemacht von Petra Schneider. Das Hofcafé in Seck, längst eine Institution im hohen Westerwald. Also wenn mir das jemand damals erzählt hätte, vor 20 Jahren, wie das heute hier funktioniert und was daraus geworden ist, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Das stimmt. Aber es ist schön zu wissen, dass unsere Arbeit auch so geschätzt wird von den Gästen. Ja. Viele Gäste kommen einfach, um die gemütliche Atmosphäre zu genießen. Und natürlich die leckeren Kuchen. Andere stärken sich hier, bevor sie in den Genuss eines weiteren Highlights kommen. Noch sieht er recht harmlos aus, der Holzbach, der an der Mühle von Bernd Schneider vorbeifließt. Ihm gehört das Hofgut Dapprich. In fünfter Generation verwaltet er das Land, das er gerne mit Besuchern teilt. Denn er hat eine Mission. Ja, es ist meins, aber ich kann da gut mit leben, weil es mir am Herzen liegt, die Menschen zu sensibilisieren. Und dafür gebe ich dieses Fleckchen Erde auch gerne her. Es bleibt mir auch, es nimmt mir niemand weg. Aber ich habe hier die Möglichkeit, gerade mit Kindern oder jungen Leuten, die durch die Holzbachschlucht laufen, gerade auf diese Dinge aufmerksam zu machen, die leider vergessen gehen und wo sie das Auge halt eben nicht mehr dafür haben. Bernd Schneider führt Wandergruppen gerne an seine Lieblingsorte in der Holzbachschlucht. Das wildromantische Tal ist ein Naturschutzgebiet. Die Holzbachschlucht, ein Erlebnis zu jeder Jahreszeit. Der Holzbach hat sich tief in den harten Westerwälder Basalt gegraben. Das ist der richtige Ort, um einfach mal runterzukommen. Sich auf den Stein zu setzen oder auf den Baum zu setzen oder auch mitten im Bach mal dieses Geräusch wahrnehmen und einfach den Blick für die Natur zu bekommen. Und jetzt im Herbst ist diese Holzbachschlucht sowieso schön, wenn die Blätter runterrieseln,
das ist Romantik pur und das ist was für Naturgenießer. Die Holzbachschlucht ist ein abgeschiedener Ort. Hier findet man Entspannung und Ruhe. Und manch einer auch seine letzte. Oberhalb der Schlucht liegt der Friedhof der Familie Schneider, eine der ganz wenigen privaten Ruhestätten Deutschlands. Bernd Schneider kommt oft und gerne an diesen besonderen Ort. Es hat was Beruhigendes und einfach was Schönes. Es ist Heimatverbundenheit und ja, da wird man immer wieder geerdet. Das merke ich immer wieder, wenn ich hierher komme. Ihre Heimat fühlt auch sie sich sehr verbunden. Und das, obwohl Kirsten Weimer in Hessen lebt. Direkt an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz. Einmal in der Woche öffnet sie ihren kleinen Laden in Wilsenroth. Hier verkauft sie neben allerlei schönen Sachen auch eine ganz besonders saubere. Kirsten Weimer stellt keinen Kuchen und keinen Käse her, sondern ich mache gerne handgemachte rustikale Seifen, ohne viel Schnickschnack. Die sollen zwar hübsch aussehen, aber sollen auch benutzt werden. Also die dürfen nicht zu hübsch sein, sonst bleiben sie ja nur im Schrank liegen. Sie schwört auf Seife für den Körper, die Haare, die Hände. Mit der Produktion kommt sie kaum hinterher. Weil die so besonders gut ist, natürlich. Ich denke mal, dass sie so hautpflegend sind. Und für die Haut viel besser als herkömmliche Produkte und ich die selbst so gut vertrage. Und der ganze Herstellungsprozess ist ja eigentlich auch spannend. Aus den selbst gepflückten Brennnesseln hat sie einen Sud gekocht. Der wird mit Natron gemischt. Ein chemischer Prozess beginnt. Sicherheit ist dabei oberstes Gebot, denn Natronlauge ist ätzend. In Verbindung mit hochwertigen Ölen, geschmolzenen Fetten und etwas Honig entsteht Brennnesselseife. Die noch flüssige Seife wird zu Blöcken gegossen. So frisch kann sie jedoch noch nicht verwendet werden. Sie muss einige Wochen reifen, dann erst ist die Seife fertig. In dem kleinen Lädchen in Wilsenroth gibt es viel zu entdecken. Und auch wenn Kunden sich nur umschauen wollen. Kirsten Weimer freut sich über jeden Besuch. Also ich bin, glaube ich, nicht so die Mega-Geschäftsfrau, sondern ich habe auch gern den persönlichen Kontakt. Deswegen verkaufe ich ja auch direkt und nicht in einem Online-Shop. Mir gefällt das. Und den Kundinnen auch. Im hohen Westerwald stoßen Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen aneinander. Das Dreiländereck bei Liebenscheid markiert ein Grenzstein aus dem 19. Jahrhundert. Die Wanderung rund um die Fuchskaute führt auch zum Ketzerstein. Der zu Blöcken erstarrte Basalt enthält einen hohen Eisenanteil, der jede Kompassnadel verrückt spielen lässt. Das Naturdenkmal liegt auf einer Höhe von 610 Meter oberhalb von Liebenscheid. Der hohe Westerwald, eine karge
und von jeher arme Gegend, die früher kaum literarische Beachtung fand. Eines der ersten Bücher erschien 1924 von Leo Sternberg, einem Heimatdichter. Er sammelt alles, was der Westerwald literarisch so hergibt. Helmut Lang ist Antiquar in Renneroth. Ihn faszinieren alte Bücher über seine Heimat. Seit mehr als 20 Jahren verkauft er gebrauchte Bücher. Gemeinsam mit seiner Frau Marlies. Ich mach's soweit fertig. Alles klar. Ja, danke. Interessant war ein älterer Herr aus einem Nachbardorf von Renneroth, der also ganz gemächlich durch diesen Laden, neu eröffneten Laden ging, sich umschaute, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann plötzlich zu mir hier an den Schreibtisch trat und im breitesten und schönsten Westerwälder Blatt sagte: "Und doof versprichst du dir Wort fu?" Was er sich davon versprochen hat, ist eingetreten. Wenn auch etwas anders als erwartet. Denn heute kommen immer weniger Menschen in seinen Laden. Die meisten Bücher verkauft er über das Internet. Dabei lohnt es sich durchaus, ein bisschen Zeit mitzubringen, um zu stöbern. Für einen Außenstehenden ist das schon ein Wirrwarr und sicherlich auch eine Überforderung. Aber ich finde auch immer doch zu 90% das, was ich suche. Auch Helmut Lang hat etwas gefunden. Den Nachlass eines Politikers aus Renneroth. Bücher und Briefe zeugen von der Bedeutung des Mannes, der zum engsten Kreis der Bundesregierung der 50er Jahre gehörte. Spannende Briefe, oft streng geheim, von Adenauer oder Kennedy. Er ist hochgeehrt, in der ganzen Welt sein Name heute noch Legende, nur in Renneroth, dort wo er immerhin ein paar Jahre seinen Wohnsitz genommen hat, sein Haus gebaut hat, dort erinnert leider nichts mehr an ihn. Die Rede ist von Walter Hallstein, einem der Wegbereiter der Europäischen Union. Berühmt vor allem wegen der Hallstein-Doktrin, in der es um die Anerkennung der DDR als Staat ging. Helmut Lang ist fasziniert von Hallsteins Bemühungen um ein geeintes Europa. Persönliches aus dem Privatleben? Fehlanzeige. Bilder, die ihn fröhlich in Gesellschaft zeigen? Eher selten. Es gibt eine Redewendung, wenn Walter Hallstein einen Raum betrat, sank die Temperatur um 2-3 Grad. Der strenge Jurist lebte für die Arbeit, zurückgezogen in Renneroth. Es ist nichts da. Es gibt keine versteckten Liebesbriefe, keine Spendenquittungen, wie man sie möglicherweise im Nachlass anderer prominenter Politiker mal finden wird. So etwas war nicht dabei. Und das hat es sicherlich auch nicht gegeben. Ich bin da mir absolut sicher. Walter Hallstein, ein Einzelgänger, sein Leben lang Junggeselle, ist in Vergessenheit geraten. Seine Bedeutung für die heutige Europäische Union unbestritten. Im Antiquariat von Helmut und Marlies Lang wird sein Andenken gewahrt. Zwischen all den anderen literarischen Schätzen des Westerwaldes. Nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit, die stummen Zeugen der Landwirtschaft im hohen Westerwald. Doch auch sie werden wiederentdeckt. Ob der Kartoffelroder am Feldrand oder unbrauchbare Gerätschaften, je rostiger, desto besser.
Altes Eisen übt einen besonderen Reiz aus auf Rainer Kurer aus Hüblingen. Rost ist ja auf der einen Seite Kennzeichen von Altern. Und Altern ist ja auch eine Frage, was einen persönlich, die einen persönlich beschäftigt. Ja? Wird Eisen durch Altern schöner oder schrauer, wie man hier sagt? Und ich finde, der grafische Reiz von rostigem Eisen erhöht für mich die Schönheit. In seinem Atelier arbeitet Rainer Kurer an einem neuen Kunstwerk. Aus einem Kartoffelruder und vielen kleinen Figuren. Es soll später in Renneroth stehen, anlässlich des 800-jährigen Jubiläums der Stadt. Es ist ein interaktives Kunstwerk. Wenn man die Figuren bewegen will, muss man möglichst gemeinsam, damit es nicht so schwer ist, an beiden Rädern drehen, an dem einen rechts rum, an dem anderen links rum, aber doch in eine Richtung und nur dann kann man die Menschen bewegen. Vielleicht in eine Richtung, die für uns alle gemeinsam sinnvoll ist. Rainer Kurer liebt Metaphern und er liebt es zu provozieren. Hohle Nüsse stehen für die Abgeordneten im Bundestag. Kunst ist für ihn vor allem eine Form der Gesellschaftskritik. Vor 40 Jahren zog der gebürtige Rheinländer nach Hüblingen. Er fühlte sich lange fremd in seiner neuen Heimat. Ich sage immer, die Westerwälder sind so wie das Wetter. Man kann nichts dran ändern. Ja? Man muss sie kennenlernen, was allerdings eine Zeit dauert. Und im Gegensatz zum Beispiel im Rheinland, ja, geht man in eine Kneipe, nach einer halben Stunde kennt man die Lebensläufe von allen, die an der Theke stehen. Ja? Das passiert im Westerwald nicht. Ja? Das ist ausgeschlossen. Das sind 3 Wochen schon mal die Mindestzeit. Ja? Inzwischen ist er natürlich längst angekommen im hohen Westerwald. Der ehemalige Lehrer hat sich in Hüblingen ein Haus gebaut. Dort lebt er gemeinsam mit seiner Frau. Die beiden lieben den hohen Westerwald, weit weg von Großstadtverkehr und Alltagshektik. Ein ruhiger Fleck auf der Landkarte. Das ist eine Landschaft, die sehr vielseitig ist, ohne große Sensationen, aber abwechslungsreich, kleingliedrig, keine langweiligen Phasen drin. Und ich habe viele Gegenden in ganz Europa kennengelernt. Und ich würde immer noch den Westerwald wählen, um dort zu leben. Im Keller von Claudia Schäfer-Trumm ist es feucht und warm. Ideal für ihren Käse aus Ziegenmilch. Die Laibe werden täglich gedreht, damit sie gleichmäßig trocknen und eine schöne Rinde bekommen. Tradition und Handwerk liegen Claudia Schäfer-Trumm besonders am Herzen. Das ganze Jahr ist der Käse immer anders. Im Frühjahr fressen die Tiere mehr frische Kräuter, Blüten. Wie jetzt im Herbst ist natürlich nicht mehr viel auf der Wiese. Und die Milch wird im Herbst auch fetter. Und man merkt die Qualität beim Käsemachen, also vom Käse schon beim Käsemachen. In ihrem kleinen Laden in Oberroth verkauft sie neben Käse auch andere Spezialitäten, die sie hauptsächlich aus Frankreich importiert. Wie gesagt,
Mit Vorurteilen gegen Ziegenkäse räumt sie gerne auf. Ja, die kleinen Ställe, keine Luftzirkulation. Dann wurde im offenen Eimer gemolken und warme Ziegenmilch nimmt alle Gerüche auf. Und dann war das schon streng. Es liegt an der Hygiene im Stall, wie der Käse schmeckt. Bei ihr kommt die Milch nicht mit der Stallluft in Berührung. Das macht besonders den jungen Ziegenkäse aus Oberrot so mild. Die Menschen sind so begeistert von ihrem Käse, dass sie über Monate ausgebucht ist. An den Wochenenden lädt Claudia Schäfertrum zu einem sinnlichen Menü ein. So, bitte schön. Es gibt einen Wildkräutersalat. Genuss in uriger Atmosphäre. Ein Erlebnis, für das viele Menschen den Weg in den hohen Westerwald gerne auf sich nehmen. Nicht gerade einladend im Nebel, die Fuchskaute. Mit 657 Metern der höchste Punkt im Westerwald. Hier führt der Westerwaldsteig entlang. Auch bei schlechtem Wetter ein sehenswertes Fleckchen. Wenn es dunkel wird, gehen in der Fuchskaute Lodge die Lichter an. Eine Hochzeitsmesse wie eine echte Feier, nur eben zur Probe. Hochzeitswillige Pärchen bekommen alles aufgetischt, was die Küche der Fuchskaute hergibt, wenn es dann zur echten Hochzeit kommt. Das ist nicht nur eine besondere Location am höchsten Punkt von Westerwald. Wir sind auch von der Größe ein bisschen herausragend. Wir haben in dieser Scheune über 400 Plätze. Das kann kaum jemand im Westerwald bieten. So, dürfte ich Sie dann so langsam bitten, Platz zu nehmen? Wir würden gerne gleich starten. Achim Betz ist Chefkoch und Gastgeber auf der Fuchskaute. Also langsam die Gäste von drüben rein zum Platz nehmen, weil wir würden jetzt gerne starten. Ja? Frau Weber? An diesem Abend fährt er alles auf, was er zu bieten hat. Unter den Gästen ist auch ein Paar, das sich tatsächlich an diesem Tag schon das Ja-Wort gegeben hat. Guten Appetit. Schmeckt's Ihnen? Wir haben überall in der ganzen Gegend geguckt, was es für Locations gibt, aber keine ist so schön. Die Fuchskaute. Wir haben es halt am meisten angesprochen, weil die anderen Locations, die wir uns angeguckt haben, die waren halt auch vom Essen her nicht so, wie die Fuchskaute halt ist. Und hier ist schon das Essen eine Extraklasse. Wer hier später seine Hochzeit feiert, kann sich nach diesem Abend leichter entscheiden, welches Menü es dann geben soll. Dieses Brautpaar hat zwar schon letztes Jahr geheiratet, ist heute aber dabei, damit die Hochzeit auf Probe noch echter wirkt. Wenn Sie sehen, mit wie viel Planung und Liebe und Detailversessenheit diese jungen Leute da reingehen, und dann ist das ganz toll, die zu unterstützen. Und das macht auch Spaß, weil bei uns jede Hochzeit halt anders ist. Wir haben nicht ein Standardprogramm, das ist nichts von der Stange. Die Generalprobe ist ein Vorgeschmack auf die eigene Hochzeit. Und die wird garantiert ein Highlight auf der Fuchskaute, dem höchsten Punkt im hohen Westerwald. Höchste Zeit wird es in Rennerod. Im Antiquariat brennt noch Licht. Hier nehmen sie sich eine Auszeit, die Zugezogenen und Alteingesessenen. Es sind Menschen, die im Leben stehen. Liebenswert und natürlich. So wie der hohe Westerwald. Ja.